Das Graus wird weder chemisch noch mechanisch hergestellt, es wird organisiert. Und dazu bedienen wir uns eines Verwirrungsplanes. Nun, wie schaut so ein Verwirrungsplan aus? Das ist ganz einfach. Sie sehen hier verschieden gestaltete Linien, punktierte, gestrichelte, voll durchgezogene, graue, rote und so weiter. All diese Linien stellen verschiedene Aktenwege dar. Und wo sie sich kreuzen, beziehungsweise nahe kommen, wie nahe, das ist eine Ermessensfrage, das ist eine Frage des persönlichen Stils, des jeweiligen kreativen, bürokratischen Einfalls. An diesen Stellen jedenfalls wird dann immer aus der richtigen Mappe ein Akt in eine falsche Mappe gegeben. Kann natürlich auch aus einer falschen Mappe in eine andere falsche Mappe gegeben werden. Weiter sehen wir hier dann noch verschiedene Ziffern und Buchstaben. Die bezeichnen nun Positionen, an welchen der richtige Akt am falschen Ort gesucht bzw. abgedeckt wird. Auch das ist eine Betriebsanweisung, die ganz klar und einfach ist und wirklich von jedermann befolgt werden kann. Verwirrungspläne wie diesen finden wir heute in allen Bereichen der Wirtschaft, aber auch die großen internationalen Organisationen arbeiten damit. Weltweit, intermulti-supranational, kann heutzutage gesagt werden, was ein unbekannter in amerikanischen Diensten stehender laotischer Bürokrat schon in den frühen 60er Jahren in einem schlichten Zweizeiler so treffend ausgedrückt hat. Von Amerika bis Laos bleibt kein Schreibtisch ohne Chaos.